Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Italien und Österreich. Und ihr seht hier die große Hauptstadt des Feindes, des zukünftigen Feindes, wo ein großer Krieg entbrennen wird in kürzester Zeit, nämlich Konstantinopel. Eigentlich Istanbul, aber aus irgendeinem Nein, Grund Konstantinopel. heißt es hier nicht Istanbul, sondern Konstantinir. Oder wie auch immer man das ausspricht. So, sehr froh, dass es nicht Konstantinopel heißt. Konstantinopel, jawohl. Jetzt möchte ich mal kurz schauen, wie hoch meine Armeetradition ist. Nur 42, das heißt. Ach, eigentlich, aber ich muss noch einen General wählen. Oder ich nehme meinen Conquistador. Don Cicragi wird bald eine Revolte haben. Ich werde auch. Oh, ich werde auch wieder das einige. Das Versorgungslimit ist hier nicht hoch genug. Ich merke gerade, ich werde auch noch eine Revolte bekommen. Ich glaube, die muss ich auch noch kurz abwarten, 90%. In Melilla. Oh, was kann ich denn in Melilla? Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurücklaufen nach Melilla. Aber ich mein Glück habe ich sogar einen Kriegsgrund wegen Grenzdisput. Also. Was du mal machen könntest, du hast ja ein Headset, dass du vielleicht das ein bisschen weiter weg oder weiter runter hältst, weil ich dich echt immer sehr laut höre derzeit. Das kann man einfach so ein bisschen wegdrehen oder runterdrehen, je nachdem. Ich habe mein Mikro gerade an meiner Schläfe. Also nicht vor meinem Mund. Ach so. Okay. Ja, hört sich doch ganz gut an. Habe ich bis eben gerade selber nicht gemerkt. Also, die Bauern unterdrücke ich nochmal. Auf die habe ich jetzt nämlich keine Lust. Oh shit. Das hat mich zu viel Macht gekostet. Naja, egal. Du könntest mal eine deiner Armeen auf Korfu stationieren. Oder macht wollen das Sinn? Wir das. Komme ich da direkt rüber? Ja, das ist eine Festung. Da solltest du ja, aber das Problem ist doch, wenn die doch dort eine Flotte haben, komme ich nicht mehr weg. Stimmt. Ja, gut, das stimmt. Das ist kein guter Plan. Dann übernimm du mal vollständig Afrika, dann kümmere ich mich um den Balkan und wenn ich hinkomme, Anatolien. Ich okay. hab ja noch den Bulgaren dabei. Aber hier Griechenland, so Gebiete um Isoktra und Üsküp bis Selanik. Ja, wenn's hinkommt. Ja, wir können ja mal schauen dann, aber in die Richtung. Der Bulgare möchte bestimmt auch was haben. Okay, warte mal, dann gehen wir hier mit der Armee nach Salerno, dann bringe ich die noch rüber kurz. Okay. Umkämpfte Nachfolge Frankreich und Russland. Russland. Russland habe ich eine Staatsehe mit. Da hast du dann gute Chancen, oder was? Ne, ein adliges Haus von Oldenburg. Wäre nicht mal schlimm. Oldenburg, sehr schön, okay. Hä? Das gibt's doch nicht. Die Spanier wagen es sich hier nördlich von Santé auch weiter zu kolonisieren. Und in Povtan. Povtan? Powhatan. Ich hasse die Spanier. Sobald ich hier das Bündnis aufkündige, werde ich hier auch ordentlich in der neuen Welt ein bisschen was von denen erobern. Willst du mich verarschen, Bulgarien? Willst du mich verarschen? Wer hat die angegriffen? Haben sie angegriffen oder hat... Ja! Was, Bulgarien hat die Osmanen angegriffen? Oh, Bulgarien! Ach so, und die rufen dich jetzt in den Krieg? Okay, warte, warte, warte. Noch nicht annehmen, nicht annehmen. Wenn ich doch jetzt den Krieg erkläre gegen die Osmanen, kann ich... Ich will den Krieg erklären. Ja, aber das geht doch. Geht das überhaupt, wenn Bulgarien... Das geht doch nicht mehr, wenn du mit denen schon im Krieg bist. Dann lass mich doch lieber den Krieg erklären und dann... Nein, ich lehne den Scheiß jetzt ab. Ich hasse dich, Bulgarien. Ich will den Scheißkrieg erklären. Du hast sie doch freigelassen. Oh, deine Logik. Deine Logik werde ich nie verstehen. Ja, musst du auch nicht. Also kann die Zeit dann wieder weiterlaufen? Ja, so. Ach, sind sie bereit? Willst du schon den Krieg erklären, oder was? Ja, wenn... Ja, spät... Jetzt oder nie. Naja, ich müsste halt meine Armee noch schnell rüberbringen. Nicht, dass jetzt die Flotte mich angreift. Gib mir noch einen Monat oder so. Jetzt mag mich Bulgarien nicht mehr. Na, obwohl es geht. Also, sie lieben mich immer noch, aber sie haben Beziehung von minus 8. Okay. Das geht ja noch. Selbst Bulgarien hat einen höheren Regierungsrang als ich. Kannst du jetzt nochmal dann kurz die Zeit weiterlaufen lassen? Achso, ja. So. Und den Krieg werden wir natürlich auf Geschwindigkeit 2 führen, sonst wird's zu hart.
weiß gar nicht, was ich von diesem Krieg haben will. Bei dir weiß ich's. Dir gebe ich Korinth und vielleicht die Ägäischen Inseln. Was du immer mit diesen ägäischen Inseln hast. Ich habe immer lieber feste Gebiete also Inseln, da muss man immer, das kann blockiert werden und dann gibt es nur Probleme irgendwie. Ja, Land kann auch blockiert werden. Wo ist Korinth eigentlich? Das sind Balibadra und Anabolu. Ah, okay, das ist, wo Sparta mal war. Ja, Ja. Peloponnes auch genannt Genau. auf Griechisch. Ja, aber da wäre vielleicht noch Oh, ganz gut, strategisch noch Bulgarer macht Atinana Fortschritt. und Janja zu haben, dann, weil. Du meinst Athen und Egribos. Ja. Nein, nicht Ekribos. Janja. Egribo. Hä? Janja. Links neben Was Atina. heißt das? Ach, Epirus. Ach so. Epirus heißt das. Bisschen verwechselt. Das kann ja mal passieren. So, gleich ist die Flotte Der drüben. Bulgare hat einfach schon Selanik erobert. Ja, da müssen wir uns jetzt beeilen, dass wir mehr als der Bulgare, also dass der nicht meine Gebiete wegnimmt. Stimmt, verdammt. Das heißt, du Ja, musst. der Osmane schafft das. Ja, stimmt. Ja, aber nicht, wenn wir jetzt den Krieg erklären, dann konzentriert sich der Osmane immer auf Spieler. Das macht die KI irgendwie immer so. Und dann kämpft er nicht mehr gegen den Bulgaren und der Bulgare freut sich. Und lacht sich dreimal ins Fäustchen. Hätte ihn einfach schon vasalisieren sollen. Ja, jetzt werden auch die ganzen Kulturen geändert. Hast du jetzt eigentlich deine Flotte nach Salerno geschickt, wie ich es dir in der letzten Folge gesagt hatte? Ja. Ach, Salerno. Nicht Ich Salento, hab's. Salerno. Das ist ein Meine bisschen Fresse. besser wie Salento, da haben wir mehr Möglichkeiten strategisch gesehen. Kein Problem, kein Problem. Benenn das mal bitte auf Brundisium oder so um. Das ist zu verwirrend. Warte mal, ich habe noch einen zusätzlichen Händler bekommen. Oh, und ich weiß immer nicht, wo ich die hinstecken soll. Weil eigentlich bin ich ganz zufrieden hier mit dem Handel abschöpfen. Aber eigentlich macht es jetzt mehr Sinn, wieder auf Handelzufluss zu gehen. Machen wir das doch mal. Also Handelsentfluss übertragen. Dorthin. Wieso sterben hier alle meine Befehlshaber? Sonst sind die nie so schnell gestorben. Handelseinfluss übertragen. Dorthin. Ernst Bethmann. Bete, Mann. Bete. So, jetzt Handelseinfluss. kommt der Osmane hier mit 53.000 Mann Richtung Bulgarien. Dann übertragen wir hier noch Handelseinfluss. Dann. Oh, ich weiß nicht, ob sich das. Ah, Bist hier du jetzt ist. endlich mal so weit? Ja, ich bin. Hast du deine Dings in Salerno? Dann bin ich bereit. Ja, dann kannst du loslegen. So, meine zwei italienischen Armeen marschieren in Afrika. Ich lasse diese Armee hier mal im Hinterland, falls noch irgendwas passieren sollte. Ja, mit einer Armee kannst du ja schon mal. Vergiss nicht die Kriegssteuer übrigens. Ah, ja. Gut, dass du sagst dieses Mal. Ich hätte sie tatsächlich wieder vergessen. Danke. Wow, das bringt mir ganze 7 Dukaten mehr. Mir ganze 10. So, was das besetzte Gebiet angeht, ist nicht schlimm, das können wir uns ja gegenseitig übertragen. Ja, genau. Das heißt, dann besetze mal am besten schon Richtung Janja. Alles bis nach Ganz ruhig Anabolu. hier, ganz ruhig, wir haben Zeit. Nein, eben nicht. Die Bulgaren könnten es besetzen. Das ist jetzt hier gerade ein bisschen das Problem. Nicht, wenn der Osmane hier am Belagern Ja, ist. aber manchmal kommt es halt vor, dass sie dann 1000 Mann haben und damit dann alles zunichte machen. Geht schlecht bei einer Festung. Die belagern gerade Plovdiv. Das kann ich nicht sehen. Naja, doch kannst du. Das sieht man auch durch den Fog of War. Diese Kanone, die da steht. Es wäre jetzt lustig, wenn sie den Krieg gegen Bulgarien gewinnen würden und sie einfach komplett annektieren würden. Ja, dann hätte das viel gebracht, dein letzter Krieg. Deswegen sage ich immer lieber Provinzen für einen selbst nehmen, das lohnt sich mehr, als hier irgendwas zu befreien. Es wird eh nur zurückerobert. Ich habe meine Kriegstaktiken.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich mehr oder weniger Handel mache. Ich habe jetzt leider nicht drauf geschaut, weil ich den umgestellt habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, Belgrad ist zu schwach, um diese Armeen versorgen zu können. Ich frage mich, wo die osmanischen Armeen sind. Siehst du die eigentlich? In Bulgarien sind die 51.000,3 Mann in Silistrien. Aber die haben doch sicherlich mehr Männer. Ja, sicher. Schauen wir mal nach. 84.000 Mann haben sie. Oh, Russland hat 104.000 Mann. Die haben damit die zweitgrößte Armee im Spiel. Die sind auch noch... Na nee, die sind nur mit mir, nur mit uns und Bulgarien im Krieg. So, Simindirne ist belagert. Gehen wir mal nach Nisch. Oh, das gefällt mir nicht. Jeni Pazar. So, da kommt Bayern und Schlesien. So, jetzt erobert der Osmane Selanik zurück. Ich verliere gerade saumäßig viel Prestige. Erst durch den Bündnisbruch mit Bulgarien und jetzt durch ein Event. Ich habe derzeit 96 Prestige. Na, ich 12. Sehen wir irgendwo die Osmanen... Oh, warte mal. Ich habe zwei Sachen, ein Event und ich habe noch die Möglichkeit, vielleicht die osmanische Flotte zu schwächen. Oh. Erstmal kurz das Event. Interkolonialhandel. Die Selbsthaftmachung kolonialer Untertanen in Übersee hat uns die Ausweitung unseres Handels ermöglicht, während wir weiterhin die Kontrolle behalten und Waren aus Territorien importieren, die eigentlich unter italienische Kontrolle stehen. Solange wir unsere Kolonien mit dem versorgen, was sie brauchen, haben sie keinen Grund, Gold in die Hände unserer Feinde zu stecken. Leider weichen die Ansichten der Siedler darüber, was genau sie brauchen, manchmal von denen unseres Königs ab. Sie haben begonnen, mit Nachbarkolonien und eingeborenen Handel zu treiben und somit Handelsbarrieren zu umgehen, die wir zum Schutz der Interessen unserer Nation errichtet haben. Dies gereicht ihnen definitiv zum Vorteil. Aber ob es auch zu unserem Vorteil ist, ist stark zu bezweifeln. Ah, italienisch Brasilien bekommt 10 Freiheitsstreben, dafür bekomme ich einen Merkantilismus oder ich verliere einen Merkantilismus. Ich glaube, die haben nicht viel Freiheitsstreben, nur 4,6. Ja. Da hole ich mir doch lieber den Merkantilismus. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, zwei Sachen gibt es. So, die Osmanen haben eine Flotte von 18 Galeeren vor Luka stehen. Und ihre restliche Flotte steht vor Lika. Ich werde mal hier einen... Du hast keinen Admiral, oder? Nein. Brauche ich eigentlich einen Entdecker noch? Nee, oder? Nee, dann holen wir einen ganz normalen Admiral. Wow, das ist der schlechteste General, der möglich ist. 0101. Oh mein Gott. Ich hatte schon einen schlechteren. Nikola Sforza. Kannst du mit deiner Flotte eigentlich auch an... Es gibt keine freundliche Flotte, die man sich anschließen kann. Kann man bei Schiffen sich nicht gegenseitig anschließen? Nein. Okay, dann bitte schick mal deine Flotte jetzt... zur Ligurischen See. Ja. Perfekt. Dann probieren wir es mal, oder? Ligurischen See. Ja, Ligurische See. Hast du gemacht? Ja, hab ich. Gut. Mal schauen, ob wir den Flottenkampf gewinnen. Ich schick schon mal die Armee nach Konstantinopel. Oder, erst nach Griechenland. Eins nach dem anderen. So, da sind 33.000 Mann der Osmanen. So, jetzt verfolgen wir mal den Flottenkampf. Wir haben ja 4 Galeeren, weniger. Oh, 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 oh. Ah, wir haben aber gewonnen. Oh. Aber zu welchem Preis? Ich habe 10 Schiffe verloren. Ach du Schande. Ich habe alle Verluste davon getragen. Alle. Alle Verluste, die in dieser Schlacht passiert sind, sind auf meine Karte gegangen. Das ist unfair. Ich habe keine Ahnung, wieso das dazu kam. Das waren doch nur 4 Galeeren Unterschied. Das verstehe ich nicht. Vielleicht haben die Osmanen eine höhere Flottentradition. Oh, Bayern. Besetzt ihr Bayern? Ja, das kannst du ja auch ändern, oder? Bayern ist von mir. Ist das ein Vasall? Nein, ein PU-Staat. Ja, nicht. Aber die tun dann trotzdem für dich das machen. Okay. Ha, schau mal. Ja. Bulgarien hat gerade 2 Schiffe der Osmanen vernichtet. Ja, und jetzt kommen die Riesen. Ja, genau, jetzt kommt die riesige Flotte. Jetzt erobern sie Sofia zurück. Sofia. Aber der, Ost-
Der Osmane belagert Tarnowo. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Entdecker? Iskodra. Ich müsste hier... Bulgarien. Na, Beziehungsverbesserungen bleiben mal noch. So, und wir können jetzt gleich weiter marschieren, denn Kahire ist gefallen. Der ägyptische... Kairo. Ja, wieso... Wieso... Türkisch. Das ist türkisch. Ja, aber wieso weißt du bei jedem einzelnen... Also ich meine, Kairo, da würde ich auch noch drauf kommen, aber bei den anderen Provinzen hast du das auch alles gewusst, wie sie... Ah, na egal. Neu-Italien. Das hört sich doch schön an. Das ist eigentlich mit italienisch Brasilien. Achso, das ist schon eine Kolonialnation. Und ich habe noch mal einen neuen Kolonisten. Jetzt muss ich mich... Oh, schau mal die Spanier an. Die nehmen mir hier alles weg. Kannst du die Kolonialnationen eigentlich noch umbenennen? Ja, kann ich. Denke ich jedenfalls. Ich habe die die gesamte osmanische Armee an meiner Front. Und du hast auch zwei Armee. Oh, das sind 80.000 Mann. Aber du hast doch... Also mit deinen drei Armeen besiegst du die auf jeden Fall. Ohne klar. Probleme. Schau mal, die marschieren nach Bulgarien. Ah, verdammt. Vielleicht kannst du eine Armee erstmal abfangen, wenn du es irgendwie hinbekommst. Nee, das schaffe ich nicht. Dafür bin ich zu lahm. Oder? Ja, jetzt habe ich sie. So, die kriege ich. So, die 53.000 sind Geschichte. Oh, 2.600. Oh, ich habe sie gewiped. Nein. Das gibt's doch gar nicht. 50.000, nee, oder 80.000 Mann? Nein, 53.000. Oh, oh mein Gott. Einfach gewiped. Ich hab's leider nicht gesehen, liebe Zuschauer. Das tut mir leid. Oh. Verdammt. Ja, dann ist das doch jetzt ein easy-going-Krieg. Ja. Das Blöde ist, jetzt kann der Bulgare wieder einschreiten. Ja, dann kümmere dich mal bitte drum, dass die wichtigen Provinzen besetzt werden. Aber nichts vom Bulgaren zurückerobern. So, Bayern kümmert sich um Selanik. Ich marschiere mal nach Süden, genau. Das sieht sehr gut aus. Tunesische Bauern. Was wollen die alle? Geld und Brot. Meine Legitimität steigt irgendwie auch nur langsam. 0,12. Ich bin bei 56 derzeit. So, Selanik ist belagert. Damit ist der Weg nach Konstantinopel frei. Krieger lesen keine Bücher. Ja, schön. Jetzt habe ich eine Stabilität weniger. Wow. Was bekomme ich hier für Events? Was ist mit unserem Herrscher nur los? Ich kann dir sagen, was mit ihm los ist. Er ist Italiener. Immer diese Italiener-Witze. Die armen Italiener. Was haben sie dir angetan? Es gibt doch deutsche Witze. Es gab zum Beispiel mal einen Witz über Deutsche in How I Met Your Mother. Stimmt, ja. Aber ich glaub, und auch in The Big Bang Theory. Aber da hat, glaube ich, der Sheldon mal gesagt, und mein Stuhlgang kommt so pünktlich wie ein Zug in Deutschland. Ja, stimmt. Aber das ist ja hier auch mal... Ich glaub, ja, okay. Die Frage ist, soll ich jetzt die Legitimität oder lieber Disziplin? Legitimität, Disziplin. Oder Ideen? 5% bei den Ideen, wie viel ist denn das? Okay, ein paar Sachen 20. In Griechenland konnte der Bulgare noch besetzen. Oh, weniger Unruhen ist auch nicht schlecht. Aber Disziplin ist schon stark. Ich glaube, ich nehme trotzdem die Disziplin erstmal. Ach, man okay, darf nur drei Stück haben, oder was? Ja. Hast du gedacht, du kannst jetzt unendlich lang diese Kirchenmachtpunkte? Ja, dachte ich schon. Da musste ich mich jetzt wirklich entscheiden, schade. Ich bin zwar der Meinung, dass du die später noch abändern kannst, aber naja. Jetzt muss ich erstmal. Ja, ich wusste doch, dass die Armee dort hätte stehen lassen sollen. Naja, egal.
So, jetzt hilft der Bulgare fleißig mit. Gibt's hier noch eine Festung? Nee. Und ich wette, wenn wir hier fertig sind, schon wieder Tag des jüngsten Gerichts. Ja, das ist irgendwie... Wenn wir hier fertig sind, wird er wahrscheinlich extrem zerstört, dieser Bulgare. Ja, und apropos fertig, wir sind mit der Folge fertig, mitten im Krieg gegen die Osmanen. Und ich würde sagen, es sieht sehr gut aus auf der Balkanfront. Da hat der Bulgare sich 3 Provinzen geschnappt, aber zum Glück nicht Janja. Glück gehabt. Das heißt, dann kann ich hier von Korfu Janja Richtung Attika. Nee, doch, Attika heißt das doch, oder? Athen. Nein, ich meine nicht, ich rede nicht von Athen. Ich weiß, dass Athen die Stadt dort ist. Aber ich dachte, die ganze Region heißt Attika. Warte, das kann ich noch kurz die Peloponnes. Ja, aber ich dachte, irgendwas hieß ja irgendwann mal Attika. Egal. Auf jeden Fall, genau, dann kann ich hier runter vielleicht erste Gebiete holen. Mal schauen, was dann noch der Österreicher holen möchte. Der Feldzug in Ägypten ist auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ganz Ägypten ist besetzt und jetzt wird gerade das Heilige Land besetzt. Und ja, ihr werdet dann sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit diesem großen Krieg mit Italien und Österreich. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar und euer Game Allianz 24. Ciao.